Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fach in der Mittelschule. Es nennt sich Wirtschaft und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Überblick, was euch dieses Jahr so erwarten wird. Mein Name ist Stefan Karmann, ihr habt mich einmal in der Woche. Das Fach ist einstündig. Es gibt auch Schulen, da ist es zweistündig, bei uns einstündig. Und hier der Überblick. Also, wir schauen uns an Dokumentenbearbeitung. Also, wir nehmen uns ein Textverarbeitungsprogramm her, wird hauptsächlich Microsoft Word sein. Und dann schauen wir, wie wir damit entsprechend Texte verändern können, formatieren können, wie wir Seiten entsprechend formatieren können, Tabellen einfügen, dann Tabellenkalkulation. Hier werden wir hauptsächlich mit Excel arbeiten. Hier werden wir einen kleinen Überblick in und Einblick in Excel bekommen, was wir damit alles machen können. Ganz wichtig natürlich, Internetanwendungen. Hier ist es wichtig, wie gewinnt man denn Informationen im Internet? Sucht man da einfach drauf los oder gibt es ein paar Tricks, die man anwenden kann, um bestimmte Dinge schneller zu finden? Was dann auch wichtig ist, solche Dinge, die du suchst und findest und auch verwertest, die müssen dann auch entsprechend angegeben werden. Also man gibt dann entsprechende Quellen an, falls du ein Referat oder sowas halten musst. Dann ist das eine bestimmte Form, die man beachten muss, um entsprechend die Quelle des gefundenen Inhalts anzugeben. Ja, hier haben wir auch unten einen entsprechenden Probenplan. Ihr bekommt diese Übersicht auch. Ihr könnt dann immer mitschauen, was haben wir schon erledigt, was stehen so für Proben an. Und nächster Fachbereich ist die Texterfassung. Hier ist es so, eigentlich ist es im Lehrplan nicht vorgesehen, dass man nochmal das Tastenfeld der Tastatur erarbeitet. Das sollte eigentlich schon in der 5. oder 6. Klasse erfolgt sein. Falls das nicht der Fall war oder falls das so lange her ist, dass du schon lange nicht mehr 10-Finger-Tastschreiben geübt hast, es gibt hier eine Seite, die nennt sich Schreibtrainer Online. Das ist eine österreichische Seite und hier kann man dann nebenbei das ganze Jahr über hier nochmal schrittweise die einzelnen Buchstaben sich aneignen. Ich habe auch hier schon so eine Aufstellung gemacht, also Grundstellung ab September, Großschreibung bis Oktober, dann die Buchstaben G, H, E, I. Wenn dann ab November solltest du da mit Üben beginnen und dann wird nach und nach wird das Ganze entsprechend so aufgebaut, dass du hier nochmal ganz gut mitkommen kannst. Dann haben wir hier den Fachbereich Korrespondenz. Korrespondenz ist der Informationsaustausch von zwei Partnern. Das kann schriftlich sein, mündlich oder elektronisch entsprechend. Also wir schreiben Briefe, E-Mail, das kommt ein Jahr später dran. Oder hier dann noch das Thema das Telefongespräch. Hier plappert man nicht einfach drauf los, sondern gibt es ein paar Dinge, die man hier noch entsprechend beachten muss. Dann, das wird sich ein bisschen überschneiden. Erster Zugang zur betrieblichen Erwerbsarbeit. Das ist auch ein Thema, was in AWT Thema sein wird. Und hier gibt es etwas Überschneidungen mit unserem Fach. Und dann haben wir jetzt noch ein weiteres Gebiet, und zwar das Projekt. Am Ende der 9. Klasse wird eine Projektprüfung stattfinden. Wie die genau aussieht und wie die ablaufen wird, da können wir hier schon mal etwas hineinschnuppern und um zu sehen, wie das dann später ablaufen wird. Diese Themen sind hier nochmal entsprechend aufgelistet und hier mit dieser Farbbalken markiert dann praktisch den Bereich, wo diese Themen entsprechend abgehandelt werden. Wir sehen hier also den September, Oktober, dann haben wir hier die Herbstferien, Weihnachtsferien und dann sehen wir also gleich, hier beginnen wir mit der Dokumentengestaltung, dann Schreibtechnik, das wird immer ein Thema sein und die anderen
Bereiche, die werden sich dann entsprechend aufteilen. Hier haben wir den Bereich Korrespondenz, das wird also erst im Januar dann Thema sein, oder Tabellenkalkulation. Das schauen wir uns dann nach den Faschingsferien an. Und die roten Punkte, das sind immer die Probentermine. Falls wir einen nicht einhalten können oder es fällt irgendwas aus und irgendwelche Themen noch nicht behandelt haben, dann verschieben die sich natürlich. Die sind jetzt nicht total fix, aber so eine Richtlinie sollten sie sein, dass man auch sehen kann, was haben wir schon an Proben geschrieben und was kommt noch auf uns zu. Ja, was braucht ihr noch? Den Schreibtrainer, den habe ich euch schon vorgestellt, was ganz gut ist. Und zwar, es gibt hier eine sogenannte digitale Schultasche. Das ist einfach ein Softwareprogramm, Paket, das man auf einem USB-Stick installieren kann. Das heißt, du brauchst einen USB-Stick, mindestens 8 GB groß, mit USB 3. Den erkennst du daran, dass das Anschlussstück blau ist. Und der Vorteil ist halt, dass dieser USB-Stick sehr viel schnellere Transferraten hat als jetzt ein USB 2 oder normaler USB-Stick. Damit man dann diese Programme, die da drauf sind, schneller ausführen kann. Ja, wie man so eine digitale Schultasche einrichtet, dafür gibt es ein Video, der Link, der ist in der Beschreibung drin. Einfach mal draufklicken, anschauen, wie man den entsprechend aufsetzen kann. Und zusätzlich ist es halt wichtig, dass du einen Stick hast, damit du deine Dateien da entsprechend drauf sichern kannst. Weil in der Schule gibt es kein entsprechendes Laufwerk mehr, wo wir Dinge abspeichern können, sondern du musst jetzt praktisch für deine Dateien selber verantwortlich sein. Du brauchst einen USB-Stick und da speicherst du deine Sachen entsprechend drauf ab. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal eingerichtet, wo ich entsprechend Lernvideos, also das, was ich so im Unterricht mache, hier nochmal aufgenommen habe. Das heißt, du kannst, falls du mal krank warst oder dir manches Dinge noch einmal anschauen willst, kannst du das tun, indem du hier dir das entsprechende Thema auswählst. Ich habe hier eine Playlist mit verschiedenen Bereichen, die wir hier auch im Unterricht haben. Also hier zum Beispiel Word. Dann haben wir sämtliche Videos, wo es ums Word geht. Haben wir ja aber auch, haben wir denn noch? Excel zum Beispiel. Hier sind alle Videos drin über Excel. Einfach Mr. Computerraum eingeben auf YouTube und dann müsstet ihr diesen Kanal eigentlich sofort finden. Ja, was brauchst du noch? Ein Schnellhefter bräuchtest du neben dem USB-Stick und eigentlich zu Hause eine Möglichkeit, wo du regelmäßig üben kannst. Wie gesagt, ihr werdet alle angemeldet im Schreibtrainer online und dann könnt ihr praktisch von zu Hause in der Schule oder überall anders auch üben. Es gibt sogar eine Variante, da kannst du mit einem iPad üben, wenn du eine Bluetooth-Tastatur anschließt, sodass du nicht unbedingt abhängig bist von einem PC zu Hause. Ja, das war's fast. Eins noch, schaut euch diese drei berufsorientierenden Fächer genau an. Ihr habt ja neben Wirtschaft noch Technik und Soziales. Und Mitte Mai müsst ihr euch dann für eines dieser drei Fächer entscheiden. Also entweder Wirtschaft, entweder Technik oder Soziales. Und dieses Fach habt ihr dann im darauffolgenden Jahr in der 8. Klasse 4 Stunden am Stück. Okay, dann freue ich mich auf euch und bin gespannt, wie euch dieses Fach gefallen wird. Bis dann.